Bewegende Zeremonie im Rathaus von Rom. Angehörige und Freunde haben Abschied vom serbischen Fußballtrainer und Ex-Nationalspieler Siniša Mihajlović genommen. Auch Prominente aus Sport und Politik waren anwesend. Unter ihnen der italienische Senatspräsident Ignazio La Russa sowie Präsidenten, Trainer und Spieler seiner früheren Vereine Lazio Rom, FC Bologna, AC Mailand, AC Florenz, Benfica Lissabon und Roter Stern Belgrad. 2019 gab Mihajlović seine Blutkrebserkrankung bekannt, ein Jahr später die Genesung. Trotz eines Rückfalls zu Jahresbeginn trainierte Mihajlović noch bis zum vergangenen September den Erstligisten FC Bologna. Am vergangenen Freitag verstarb Mihajlović im Kreis seiner Familie im Alter von 53 Jahren.